schon mal qualifiziert. Kompliment an Sandro und an die Mannschaft. Wir haben immer gesagt, wir wollen natürlich schon mit aller Macht hoch, aber nicht um jeden Preis. Da gibt es ein paar wirtschaftliche Hürden noch. Das ist ja kein Geheimnis unterhalb der DFL liegen, dass da immer bei vielen Vereinen oder sehr eng ist. Und wir haben gesagt, wir werden alles versuchen. Wir haben jetzt auch schon einige Themen erledigt. Wir haben noch ein paar Aufgaben vor uns. Aber was definitiv, und da sind wir uns in allen Gremien einig, nicht zur Disposition stellt, ist eine Kürzung vom Nachwuchsleistungszentrum. Das ist ein Tabuthema bei uns. Oder von der Infrastruktur. Also wenn das unangetastet bleibt und wir nehmen die Hürden, die uns der DFB auferlegt hat, dann gehen wir natürlich in die Relegation. Und ob es dann klappt, das werden wir sehen, weil die Relegation ist ja ein eigenes Thema. Aber man weiß es ja vorher, also brauchen wir nachher nicht jammern. Und ist dann eine reine Fuchs-Fuchs auch gegen Energie Cottbus, weil da kann alles passieren. Wir sind bei beiden Spielen auf jeden Fall live dabei. Und zwar am Mittwoch, 7.6. im BR24 Livestream. Finden Sie auf in unserem Live-Center auf br24sport.de. Und dann am Sonntag das entscheidende Spiel dann in Unterhaching live im BR-Fernsehen. Und jetzt schauen wir gemeinsam auf den zweiten deutschen Meistertitel an diesem Wochenende.